von den wahren Hintergründen weit entfernt. Sicher sind nur die Opfer und die Trümmer. Wer sind die wahren Attentäter von Lockerbie? Dezember 1988 in der schottischen Kleinstadt Lockerbie. Weihnachtsstimmung. Genau wie an Bord des Fluges Pan American 103, der sich bereit macht, vom Londoner Flughafen Heathrow Richtung New York zu starten. Mit an Bord 74 Passagiere aus Frankfurt. Um 18.24 Uhr hebt die Maschine ab. Um 19 Uhr bitten die Piloten um Freigabe für den Atlantik, das letzte Lebenszeichen von Bord. 2 Minuten später verschwindet der Jumbo vom Radarschirm der Luftüberwachung. Der Ort heißt Lockerbie, er liegt in Schottland, in der Nähe von Glasgow. Und von dort hat uns soeben die Meldung erreicht, dass ein Jumbo der amerikanischen Fluggesellschaft Pan Am auf dem Wege von London nach New York abgestürzt sein soll. Ich sitze abends in meinem Hotelbett, mache das Fernsehen an und sehe, was gelaufen ist. Und ich meine, da sitzt man natürlich und ich glaube, man kann im Moment gar nicht denken. Man kann das gar nicht irgendwie erfassen. Man ist wie versteinert und guckt auf das Bild und ein paar Minuten später kommt einem zu Bewusstsein, dass man eigentlich ausgelöscht worden wäre. Die Deutsch-Amerikanerin Margret Walz war schon auf die Pan Am 103 gebucht, um mit ihrer Familie Weihnachten in den USA zu feiern. Sie verpasst den Zubringer nach London, die Unglücksmaschine von Lockerbie. 4 andere Deutsche haben dieses Glück nicht. Eines der größten Ermittlungsverfahren der Polizeigeschichte begann. Anfangs glaubte man noch an ein Unglück, an Materialermüdung. Scotland Yard durchkämmte hunderte von Quadratkilometern rund um Lockerbie. Fast 20.000 Beweisstücke wurden gesammelt, 15.000 Personen verhört. 3 Tatortfunde galten als Schlüsselbeweise. Ein fingernagelgroßes Platinenfragment vom Zündmechanismus einer Bombe. Ein zerlöcherter Gepäckcontainer. Und Kofferfetzen mit Sprengstoffspuren und Kleidern von der Insel Malta. In mühevoller Kleinarbeit rekonstruierten Experten die Trümmerteile der Flugzeugseite, an der man ein Loch entdeckt hatte. Die Pan Am 103 als gigantisches Puzzlestück einer Tragödie. Für die Ermittler stand bald fest, eine Bombe an Bord hatte eine Explosion verursacht. Und zwar in einem Gepäckcontainer im vorderen Frachtraum der Boeing neben der linken Außenwand, wo Explosionswellen den größten Schaden anrichten konnten. Ein tödlicher Zufall, den die Terroristen nicht planen konnten, meinen Experten. Flugzeuge haben solche Explosionsschäden immer wieder überstanden. Nicht so die Pan Am 103. Aus 9.400 Metern stürzt sie in die Tiefe. Befüllt mit 91.000 Kilogramm Treibstoff werden die Tragflächen und der Bug beim Sturz auf Lockerbie eine Erschütterung verursachen, bei der die Erdbebenskala ausschlägt. Der Anfangsverdacht amerikanischer Ermittler ging Richtung Iran. Dieses US-Kriegsschiff hatte kurz vor Lockerbie irrtümlich eine iranische Passagiermaschine über dem Persischen Golf abgeschossen. Alle 259 Insassen starben. War Lockerbie ein direkter Racheakt des Iran? Im Mai 2000 entschied sich ein in den Niederlanden einberufenes schottisches Gericht offiziell gegen die Iran-Theorie. Als Auftraggeber galten Hintermänner aus Libyen. Der Bombenleger sei der libysche Agent Abdel Basset Megrahi.
der habe einen Koffer mit der Bombe mit einem Flug von der Insel Malta nach Frankfurt auf den Weg gebracht. Am Frankfurter Flughafen sei der Bombenkoffer auf den Zubringerflug nach London gelangt. Und in Heathrow habe man den Koffer als Zubringergepäck ohne weitere Kontrollen auf den Flug Pan Am 103 geladen, mit Ziel New York. Als Motiv galt Rache. Eine Revanche des libyschen Staatsführers Muammar Gaddafi an der US-Regierung, die dem nordafrikanischen Land Staatsterrorismus vorwarf und 2 Jahre vor Lockerbie Luftangriffe auf Libyen befohlen hatte. Amerikanische Bomben fielen auch auf Gaddafis Präsidentenpalast in Tripolis und töteten seine 4 Jahre alte Adoptivtochter. Lockerbie als Rachefeldzug aus Libyen mit Malta als Aufgabeort der Bombe? Die Mittelmeerinsel liegt nur einen kurzen Sprung von Libyens Küste entfernt. Gaddafis Regime, damals durch internationale Sanktionen eingeschränkt, nutzte Malta zwar als Schlupfloch in den Westen, doch an der Libyen-Malta-Theorie gibt es große Zweifel. Am Frankfurter Flughafen ergaben die Ermittlungen des Bundeskriminalamtes zur möglichen Einschleusung eines Bombenkoffers aus Malta keine Beweise. Am Unglückstag war zwar ein Flug von der Mittelmeerinsel eingetroffen, doch die Zuordnung bestimmter Koffer zu Passagieren und dem Pan Am-Flug war damals nur lückenhaft dokumentiert. Für das BKA war Lockerbie einer der schwierigsten Terrorfälle vor dem 11. September. Auch für den Leiter der internationalen Terrorfahndung, Manfred Klink. Es gab die Möglichkeit eben, dass ein aus Malta unbegleitet angekommenes Gepäckstück möglicherweise, ich sage das mit einem gewissen Vorbehalt, möglicherweise in Richtung Pan Am 103 gewandert ist. Für den BKA-Bericht fanden sich keine Beweise, dass die Bombe über Frankfurt befördert wurde. Erst als die Schotten in dem Bombenkoffer Kleidungsreste mit Etiketten aus Malta entdeckten, wähnten sich die Ermittler auf einer heißen Spur. Aber nicht nur aus Malta kam ein Zubringerflug nach Frankfurt. Passagiere und Gepäckstücke von 12 weiteren Flughäfen landeten hier zum Weiterflug mit Pan Am 103. Siegfried Niedeck, international renommierter Experte für Flugsicherheit, bezweifelt, dass Terroristen das Flugzeug über Schottland abstürzen lassen wollten. Ein Absturz über Land hinterließe zu viele Spuren. Was aber war der eigentliche Plan der Terroristen? Es gibt ein ganz bestimmtes Routing-System, 4 oder 5 Strecken über den Nordatlantik. Und erst mit der Flugplanung der Besatzung wird dann festgelegt, welche Route sie nehmen. Das hängt vom Wind ab und so weiter. Das konnten die Attentäter nicht wissen. Es gibt eine Möglichkeit, dass die Attentäter geplant hatten, dass die Maschine hinter Irland in den Atlantik stürzt. Dann hätte man nie irgendeinen Beweis gefunden. Wie beim Anschlag auf einen Jumbo der Air India 1985, der in den Atlantik stürzte. Aber auch ein anderes perfides Szenario wäre möglich. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Attentäter in Mitteleuropa gesessen haben, zu dem Zeitpunkt, Großbritannien aber eine Stunde vor unserer Zeit ist, also eine andere Zeitzone ist, und die Schwierigkeit, Zeitzonen entsprechend einzustellen, haben viele, dann kann es sein, dass man geplant hatte, um 18 Uhr in Heathrow die Maschine, gerade wenn sie losrollt, in die Luft gehen zu lassen. Das hätte aber bedeutet, die Maschine war voll betankt für den Atlantikflug. Und wäre die Maschine in Brand geraten, hätte das in Heathrow ein großes Unglück gegeben. Ein solches Inferno könnten die Bombenleger für Heathrow geplant haben. Aber was verraten die Spuren vom Tatort Lockerbie? Eines der Hauptbeweisstücke des Lockerbie-Falls umgeben besonders viele Rätsel. Das Fragment einer elektronischen Zeitschaltuhr, eines sogenannten Timers. US-Ermittler gaben an, wenige Monate vor Lockerbie Schaltuhren gleichen Typs bei libyschen Agenten beschlagnahmt zu haben. Ein Indiz für libysche Hintermänner? Die Schaltuhren sollen von einer Firma aus der Schweiz stammen. Die Spezialität der Firma Mebo waren Militärtechnologien. Der Mitinhaber Edwin Bollier gab zu, Timer diesen Typs an Libyen verkauft zu haben, erhebt aber schwere Vorwürfe gegen die Ermittler. Man hat aus politischen Gründen eine
Verschwörung gegen Libyen gemacht.